ist die klassische Aufsteiger-Story. Der Film Jersey Boys erzählt die Geschichte von vier Underdogs aus New Jersey, die in den 60er Jahren die Band The Four Seasons gründen und damit erfolgreich wurden. Friends like that, you should change your name to Sinatra. I'm gonna be as big as Sinatra. I would love to introduce you to a new discovery of mine, Frankie Valli. Dream of wild, I heard them all, but I never heard a voice like Frankie Valli's. Produzent und Regisseur Clint Eastwood nimmt sich das gleichnamige Broadway-Musical als Vorlage für seinen Film. Ich hatte mich in die Idee verliebt, diesen Film zu machen. Es schien einfach das Richtige zu sein. Ich mag Musik, ich habe Filme über Musiker und Musik gemacht, das war toll. Aber die Geschichte dieser Jungs gefiel mir auch ohne Musik. But I like the story of the guys even without the music. Thank you. The world is gonna hear that voice. You want me to produce your songs? Find a name and a sound, and then we can make something happen. Listen, we got something for you, right? Die Rolle des Frankie Valli wird im Film von John Lloyd Young gespielt, der einen Tony Award für die Darstellung des Sängers am Broadway gewonnen hat. Is that a different sound? I love this record! We do everything together. How old are you? Together or separately? Young, der diese Figur rund 1000 Mal auf der Bühne spielte, konnte seiner Rolle im Film weitere Facetten hinzufügen. Bei den Dreharbeiten konnte ich all die Erkenntnisse, die ich über die Jahre gesammelt hatte, auf eine Art und Weise rauslassen, die mir vorher auf der Bühne nicht möglich gewesen ist. Ich konnte bestimmte Gedanken und Einstellungen spielen und sie waren nur sichtbar, weil die Kamera sie eingefangen hat. They asked her, what was the high point? But four guys under a street lamp. First time we made that sound. Our sound. Der Film Jersey Boys ist ab 31. Juli in deutschsprachigen Kinos zu sehen.